Jetzt geht's los. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, dass ich heute hier zum Thema André Gorz und das Grundeinkommen sprechen kann. Ich versuche, das in 15 Minuten hinzubekommen. Eine kurze Einführung, sodass wir dann ausreichend Zeit haben zu diskutieren. Ich wollte es so in drei Teile aufteilen, meinen kurzen Vortrag. Erstens, wer war André Gorz, wo kommt er her, was hat er getan? Zweitens, was sind so die philosophischen, wie auch immer, Grundannahmen seines Denkens und seines Schreibens? Und drittens, wie kommt eigentlich André Gorz zum Thema Grundeinkommen und weiteres? Also wie begründet er das, dass wir für ein Grundeinkommen streiten sollten, dass es eine sinnvolle Einrichtung wäre für eine moderne Gesellschaft? Ganz kurz zum Ersten. André Gorz ist 1923, Ulrike und Klaus, in Wien geboren als Gerhard Hirsch. Also in Wien, in eurer Heimatstadt. Er war Sohn eines jüdischen Holzhändlers und einer Sekretärin, die aus meiner Heimatstadt kam, aus Dresden. Er musste sich dann aufgrund eines Namenswechsels seines Vaters anders nennen, nämlich Gerhard Horst. Und das hat den Hintergrund, dass Horst angeblich deutscher klang, angeblich arischer. Der Hintergrund war, dass sie als auch jüdische Familie eben in Wien bereits schon Diskriminierung ausgesetzt waren und sie dachten, es wäre sinnvoll, den Namen zu wechseln. Und sein Name André Gorz ist eigentlich einer, den er sich dann in der Schweiz zugelegt hat, beziehungsweise in Frankreich, wo er später dann hingewechselt ist. In der Schweiz hat er ein Chemiestudium absolviert, hat dort übrigens auch Jean-Paul Sartre kennengelernt und ist dann nach Frankreich übergesiedelt. Und Gorz, André Gorz, der Name, ist ein Pseudonym, was er nutzt für seine sozialphilosophischen Schriften. Und ich habe mal im Chat für alle sichtbar die wichtigsten Werke von André Gorz notiert. Das fängt mit der Verräter an von 1662, geht über Strategie der Arbeiterbewegung, Neokapitalismus, schwierige Sozialismus, Reform und Revolution, Aktualität der Revolution, bis hin zu dem Thema Abschied vom Proletariat, Kritik der ökonomischen Vernunft, Wege ins Paradies, dann kam Arbeit zwischen Misere und Utopie und dann viele Auseinandersetzungen auch mit der zunehmenden oder aufscheinenden Wissensgesellschaft und dem Thema der Kritik der Wissensgesellschaft und der immateriellen Arbeit und der entsprechenden kapitalistischen Deformierung dieser Arbeit. Das mal so im Schnelldurchlauf. Er hat sich dann mit seiner Frau Doreen, viele seiner Werke sind ihr direkt gewidmet, am 22. September 2007 das Leben genommen in seinem Haus in Frankreich. Der Hintergrund war, dass seine Frau, er war 84 Jahre, sie 83 Jahre, schwer krank war und sie beide gemeinsam der Auffassung waren, dass wenn sie ein gemeinsames Leben weiterführen sollten im Jenseits, dann wäre das wohl offensichtlich gut und besser als getrennt voneinander zu leben. Das ganz kurz zu André Gorz. Wer war er? Wo kam er her? Was hat er getan? Entscheidend ist für Gorz seine Sozialisation, beziehungsweise auch sein sozialphilosophisches Werk, die Bekanntschaft mit Sartre. Er war dann Mitarbeiter in Frankreich, auch einer Zeitschrift, die Simone de Beauvoir und Sartre rausgegeben haben. Also er war stark auch von existenzialistischen Einflüssen geprägt und verstand sich natürlich auch als ein unorthodoxer Marxist. Natürlich deswegen, weil er sich seit seinem Schweizer Aufenthalt viel mit dem Thema Arbeiterbewegung, Genossenschaft, Vergesellschaftung von Arbeit etc. beschäftigt hat. Also sein philosophisches, sozialphilosophisches Denken ist angedockt an Marxismus und an Existenzialismus. Und das sind zwei ganz wichtige Thesen oder zwei Anknüpfungspunkte, die dann kennzeichnend für seine gesamte weitere Diskussion bis zu seinem Tode hin waren. Und zwar erstens dieses starke Fokussieren auf das, was Marx im Band 3 Kapital bezeichnet hat, dass wir aus dem Reich der Notwendigkeit kommen müssen und sollten ins Reich der Freiheit. Reich der Freiheit als ein Reich der selbstzweckhaften Tätigkeit, wo alle menschliche Lebensäußerungen selbstzweckhaft sind, also fern oder jenseits von äußeren
gesellschaftlich vorgegebenen Zwecken und auch von Naturnotwendigkeiten im Sinne von, wir müssen der Natur gehorchen, um bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen. Das war sozusagen der erste Ansatz und da hat er sich natürlich genau auf diesen Ausweg, also diesen Ausweg aus dem Reich der Naturnotwendigkeit und äußeren Zweckmäßigkeit in das Reich der Selbstzweckhaftigkeit, wie Marx auch beschreibt, bezogen in allen seinen Schriften, dass da heißt, die Grundlage für diesen Weg in das Reich der Freiheit ist die Verkürzung des Arbeitstags. Also Arbeitszeitverkürzung zu minimieren, die notwendende Tätigkeit und die äußeren Zweckmäßigkeiten gehorchenden Tätigkeiten so weit wie möglich voranzutreiben. Das ist der marxistische Ansatz, neben vielen anderen, aber das ist ein Schwerpunkt in seinem Denken, bezogen auf Arbeitsphilosophie und dann auch auf Grundeinkommen. Und der andere Ansatz, den hat er eben von dem Existenzialismus mitbekommen, das ist die starke Betonung eines Autonomiebedürfnisses des Individuums, Punkt 1, und die starke Betonung eines Autonomiestrebens und auch Seins, autonomen Seins einer Existenz, einer individuellen Existenz, was nicht zusammenfällt mit einem gesellschaftlichen Sein, in dem ein Individuum verhaftet ist. Also zum Beispiel zu einer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Klasse, zum Beispiel zum Proletariat. Das sind zwei wichtige Ansatzpunkte, also starke Fokussierung auf ein Reich der Autonomie, der Selbstgesetzgebung jenseits von Naturnotwendigkeiten und jenseits auch von gesellschaftlichen Zwängen, Hierarchien, Unterordnung etc., Normierung und so weiter und eine starke Begründung sozusagen, dass das Individuum in seiner individuellen Existenz nicht einfach reduzierbar ist auf das gesellschaftliche Sein des Individuums, zum Beispiel im Sinne eines Angehörigen einer Schicht oder einer bestimmten sozialen Klasse. Das war der sozialphilosophische Hintergrund für alle seine Arbeiten, die dann kamen. Was ich meiner gesamten Diskussion jetzt hier noch ausblende, ist seine ganz stark am Anfang seines Lebens, aber bis zum, also seines schriftstellerischen Lebens, bis zum Ende seines Lebens starke Kritik der Wachstumsorientierung in der kapitalistischen Gesellschaft. Und was ich hier auch ausblende in einem weiteren Vortrag, ist, dass ich nicht darauf eingehe, welche starke feministische Züge auch seine ganzen Debatten und Diskussionen beinhalten. Entscheidender Punkt für seine Entwicklung in Richtung Grundeinkommen und Kritik der Lohnarbeit war das Buch Abschied vom Proletariat. Er setzt sich dort mit Marx auseinander und sagt Folgendes: Es ist unmöglich aus empirischen Gründen und letztlich auch philosophisch nicht begründbar, wieso das Proletariat quasi aus einer reichen, vielfältigen Produktivkraftentwicklung, viele kennen von euch vielleicht die Totalität der Produktivkräfte, sich diese Totalität als Klasse, geschweige denn als Individuum anzueignen. Das ist ein entscheidender Punkt bei der marxischen Philosophie, dass er dort ausgesagt wird in der deutschen Ideologie, ein Frühwerk von Marx Engels, dass sich die Subsumierung der totalen, also vielfältigen Produktivkräfte, die im Kapitalismus entwickelt worden sind, unter das Proletariat und unter jedes einzelne Individuum. Der Punkt ist, wo wir in das Reich der Freiheit zur Selbstbetätigung, nennt das Marx, dort noch an dieser Stelle hinkommen könnten. Er begründet das einfach, dass es theoretisch nicht nachweisbar ist, von der Notwendigkeit, dass man sich diese Totalität der Produktivkräfte aneignen müssen, so wie es Marx beschreibt, um zur Selbstbetätigung zu kommen, zu schlussfolgern, wie es dann bei Marx und deutschen Ideologie steht, auch die Fähigkeit als Proletariat zu haben. Und er sagt aber schlicht und ergreifend, dass auch empirisch nicht nachvollziehbar, weil im Kapitalismus was ganz anderes passiert. Das Proletariat verbleibt quasi in einer stark hierarchischen und geordneten und äußeren Zweckmäßigkeiten folgenden Gesellschaftsvorstellung und letztlich auch in einem Produktionsbereich, wo der Sprung der Aneignung zur Aneignung der Totalität aller Produktivkräfte nicht möglich sei. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil das Proletariat als Gesamtklasse, als auch als einzelnes Individuum der Proletarier, faktisch ganz stark eng geführt ist als Anhängsel der Maschine des kapitalistischen Produktionsprozesses. Also es ist gar nicht sichtbar, dass es irgendwie einen Sprung des Proletariats aus seiner Rolle
in eine Rolle der Aneignung dieser unwahrscheinlich vielfältigen Produktivkräfte gehen könnte. Und es kommt noch was anderes dazu. Das Individuum bleibt natürlich selbstverständlich auch in einer Arbeitsteilung gefangen und ist dementsprechend auch nicht in der Lage, faktisch sich unter sich eine Totalität der Produktivkräfte, wie Marx das so schön beschreibt, anzueignen. Es bleibt in einem bestimmten Arbeitsplatz stehen. Wenn man es genau nimmt, ist es dann nichts was anderes als eine bornierte Selbstbetätigung, wie Marx sagt, gegenüber einem Handwerker von früher, nur in ein gesellschaftliches Füge eingebunden. Grundkritik ist schlicht und ergreifend, das Proletariat ist nichts weiter als eine Kopie des Kapitalismus. Wenn es dem Kapital darum geht, mehr Geld zu verdienen, geht es dem Lohnarbeiter hauptsächlich darum, Geld zu verdienen. Das heißt, er geht so weit zu sagen, Lohnarbeiter sind nichts weiter als Komplizen des Kapitals. Das ist eine radikale These, meint Abschied vom Proletariat. Und er setzt deswegen, weil in der Produktionssphäre alles, was mit Produktivkräften im klassischen industriegesellschaftlichen Sinn zu tun hat, weil in dieser Sphäre faktisch nichts an Autonomie rauszuholen wäre, bis auf Details, setzt er ganz stark in seinem weiteren Denken auf eine autonome Sphäre, nämlich auf das Reich der Freiheit. Autonom heißt unabhängig von gesellschaftlichen, organisatorischen, sonstigen, auch naturnotwendigen Zwängen, selbstzweckhaft entsprechend der eigenen individuellen Bedürfnisse, einzeln oder gemeinsam sein Leben zu äußern und tätig zu sein. Das ist entscheidender Punkt. Und daraus, aus dieser Logik, folgt dann, dass er sagt, primär ist für eine gesellschaftliche Entwicklung die Emanzipation auf ihrer Fahne schreibt, also wo Autonomiezuwachs für jeden Einzelnen verzeichnbar ist, ist der Punkt, dass wir Arbeitszeit verkürzen müssen, auf gut Deutsch Befreiung von der Arbeit. Auch unter allen möglichen demokratischen Gestaltungsmöglichkeiten innerhalb einer Gesellschaft verbleibt man immer im Heteronomie-Modus, immer fremdbestimmt, Unterordnung in bestimmten Arbeitsteilungen und auch Unterordnung unter bestimmte Hierarchien, Festlegungen etc. Deswegen so weit wie möglich aus der Arbeitssphäre, im Reich der Notwendigkeiten und Zweckmäßigkeiten raus. Und da entwickelt er dann einen, er nennt das revolutionäre Reformen, einen Drei-Schritt, wie man da raus käme aus dieser Arbeit, wie man die zurückdrängen könnte. Er sieht natürlich allererstens, dass man immer produktiver wird, also die Möglichkeiten sind jederzeit gegeben, das ist objektiv da. Und er sagt, um diesen Prozess emanzipatorisch zu gestalten, bedarf es drei Dinge. Erstens eines, er nennt es am Anfang Sozialeinkommen. Zweitens das Recht auf Arbeitszeitverkürzung und Multiaktivität, das heißt in verschiedenen Sphären, also in der heteronomen Sphäre und in der autonomen Sphäre tätig zu sein. Und drittens, man braucht die Möglichkeiten, in der autonomen Sphäre sich auch entwickeln zu können. Das heißt Infrastrukturen, räumliche Möglichkeiten, aber letztlich soziale Beziehungen, die eben außerhalb des Lohnarbeitsgefüges in der heteronomen Sphäre stehen. Dieser Dreischritt wird bei Ihnen in Arbeit zwischen Misere und Utopie ganz deutlich beschrieben, war aber vorher schon immer in anderen Werken angelegt. Es gibt aber einen Unterschied in seiner Entwicklung bezüglich des Grundeinkommens. Der Unterschied ist, dass er noch bis zur Kritik der ökonomischen Vernunft als bis 1989 der Meinung war, man müsste quasi um ein Sozialeinkommen, so nennt er das da drin, zu erhalten, lebenslänglich, von der Wiege bis zur Ware, müsste man zumindest 20.000 Stunden im arbeitsfähigen Alter leisten. Die Sozialeinkommen, was er da beschreibt, ist kein Grundeinkommen, ist abhängig, dass man die 20.000 Stunden geleistet hat oder leistet. Man hat aber lebenslang den Anspruch, also wenn man arbeiten würde im Sinne von Erwerbsarbeit, Sozialeinkommen plus Erwerbseinkommen. Und er polemisiert in Kritik der ökonomischen Vernunft gegen das bedingungslose Grundeinkommen. Mit mehreren Gründen. Ein Hauptgrund ist für ihn, es gäbe keine Rechte der Menschen auf irgendwas, ohne dass sie Pflichten erfüllen. Ohne Pflichterfüllung kein Recht auf etwas. Ohne die Pflicht, bestimmter Arbeitstätigkeit nachzugehen, auch kein Recht zum Beispiel auf ein lebenslanges Sozialeinkommen. Also eine andere Debatte, die wir ablehnen würden, weil wir sagen, Grundrechte sind nicht durch Verpflichtung begründbar, die hat der Mensch, weil er Recht auf Rechte hat. Punkt, das lehnt er ab.
Und es gibt dann einen Sprung, eine Wende. In Arbeit zwischen Misere und Utopie sagt er schlicht und ergreifend, ab sofort bekenne ich mich zum bedingungslosen Grundeinkommen, was nicht mehr an die Ableistung bestimmter Arbeitsstunden, einer bestimmten Arbeitszeit gebunden ist. Und dafür nennt er vier Gründe, aus meiner Sicht eigentlich nur drei ausschlaggebend. Der erste Grund ist, er sagt, ich kann die Arbeitszeit in einer Gesellschaft, wo die Menschen zunehmend immaterielle Tätigkeiten in ihre Arbeitsprozesse einfließen lassen, selbstständige Künstler, Wissensarbeiter etc., kann ich Arbeitszeit nicht mehr sinnvoll messen, weil Wissen und Wissensanwendung, Kreativität etc. eben nicht zeitlich eintaktbar ist. Das kann abends beim Papier passieren, das kann während der Arbeitszeit passieren. Es ist nicht mehr in Arbeitszeitkategorien zu fassen. Insofern wird es obsolet, 20.000 Stunden zu verlangen. Man könnte gar keine Zahl mehr nennen für diese Voraussetzung, eine bestimmte Arbeitszeit zu leisten, um im ständigen Sozialeinkommen zu kommen. Zweitens, das ist ein schlechtes Argument aus meiner Sicht, da wir eine hochproduktive Gesellschaft haben und weniger Erwerbsarbeit nötig ist, müsste man, das wäre dann sein Argument, so etwas wie besondere Beschäftigungsbereiche erfinden. Und da sagt, das kann man machen. Aber die Gefahr ist viel zu hoch, dass diese Beschäftigungsbereiche, um quasi dann ein Grundeinkommen individuell abzusichern, also bedingtes Grundeinkommen in dem Falle, um diese einzuführen, müsste man viel diskutieren, was sind sinnvolle Tätigkeiten, verdrängen sie nicht doch noch mehr Erwerbsarbeit etc. Das ist ein schlechtes Argument aus meiner Sicht, weil es die Arbeitszeitthematik weniger tangiert. Das dritte Argument ist viel spannender. Er sagt, umso mehr wir eine Wissensgesellschaft kommen, umso mehr das Subjekt, das wissensbehaftete Subjekt mit seinen sozialen Kompetenzen, mit seinen Fähigkeiten, Fertigkeiten, inklusive natürlich auch technischer Fertigkeiten, im Mittelpunkt der Produktion steht, also die hauptsächliche Produktivkraft wird, umso mehr wird es problematisch, überhaupt Arbeitszeit zu bestimmen. Wann arbeitet der Mensch eigentlich? Denn dieses Wissen und diese sozialen Kompetenzen eignet sich der Mensch, also wo er sich selbst als Kraft produziert mit seinen Fähigkeiten, sowohl in der Arbeit als auch jenseits der Erwerbsarbeit an, in sozialen Reproduktionsbezügen, in Cafés, in Kulturhäusern, bei gemeinsamen sozialen Beziehungen, im politischen Kontext, wo auch immer. Das heißt, wenn die Hauptarbeitskraft das Subjekt wird, mit seinen immateriellen Fähigkeiten und Fertigkeiten, und diese Produktivkraft überhaupt nicht mehr, diese Entwicklung dieser Produktivkraft nicht mehr in Arbeit zu pressen sei, im Sinne von, wie eigne ich mir die Fähigkeiten dazu an, das ist ein Unterschied zum ersten Argument, dann kann ich auch keine Arbeitszeit mehr sinnvollerweise bestimmen, weil dann wäre faktisch mein gesamtes Leben Arbeitszeit und da machen die 20.000 auch keinen Sinn. Und das vierte Argument ist schlicht und ergreifend, dass er sagt, wir kommen in eine Gesellschaft, wieder wissensgesellschaftlich begründet, wo faktisch aufgrund der ungeheuren weiteren Produktivität und auch vermittelt durch Automatisierung und Verwissenschaftlichung der Produktion, wir immer weniger lebendige Arbeitskraft brauchen, um zu Reichtumsschöpfung zu kommen. Er nimmt faktisch das Argument von Attac Agi genug für alle vorweg und sagt, wir leben in einem immensen materiellen Reichtum. Leider ist es so, dass offensichtlich das, was wir unter Wertschöpfung und Wertgesetz verstehen, dass Leute allzu Geld kommen, um diesen Reichtum sich anzueignen, offensichtlich abgekoppelt ist von der Wertschöpfung. Da greift er zurück auf ein Argument zum Beispiel von Wassily Leontief, Nobelpreisträger russisch-amerikanischer Art, Herkunft, der sagt schlicht und ergreifend, stellen wir uns vor, das Paradiesparadoxon ist das, viele kennen das vielleicht, wir hätten viele Maschinen, die uns alles Lebensnotwendige produzieren würden, das ist ein Denkexperiment, ist klar, keine Realität, und wir würden trotzdem alle verhungern. Es wäre alles da, würden alles verhungern, weil schlicht und ergreifend kein Lohn, kein Erwerbseinkommen mehr generiert wird. Und deswegen braucht man eine andere Form von Distribution, die sich eben nicht an der Wertschöpfung ankabbelt, sondern an der Reichtumsproduktion. Das heißt, eine Ökonomie, die auf Reichtumsproduktion faktisch sich ankabbelt und von daher Distribution treibt. Und das ist für ihn ein Ansatz zu sagen, und das Grundeinkommen ist so ein neues distributives Element, was sich von der Wertschöpfung und damit auch von der wertschöpfenden Arbeit, egal ob Kapitalismus, Sozialismus, abkoppelt. Das sind
vier Argumente, drei halte ich für sinnvoll. Entscheidend ist, dass diese Bezüge des Grundeinkommens natürlich immer auch wieder reflexiv und rückwirkend gemeint sind, sowohl auf die Ausweitung der Autonomiesphäre, weil es sagt, dort habe ich dann die Freiräume und die Freizeit, entsprechend kooperativ oder individuell selbstzweckhafte Tätigkeiten auszuführen. Und zweitens würde diese Entwicklung des Individuums in der autonomen Sphäre rückwirken auf die heteronome Sphäre und dort Autonomiegewinn ermöglichen. Wer einmal frei tätig war und geht in die Produktion zurück, in die heteronome Sphäre, wird sich bestimmte Dinge nicht mehr gefallen lassen, wird die versuchen zu verändern, entsprechend weiteren Autonomiegewinns. Also diesen Dualismus, den man ihnen vorwirft, des öfteren Literatur, dort Heteronomie, dort Autonomie, bricht er mit seinen eigenen Argumenten schon lange auf. Das soweit zu dem Thema, wie kommt André Gurz zum Grundeinkommen. Entscheidend ist für seine Argumentation natürlich, dass das Grundeinkommen, das ist klar, ausreichend sein muss, also hoch genug. Er geißelt in mehreren Schriften Kritik der ökonomischen Vernunft, Arbeit zwischen Misere und Utopie etc. Ein Grundeinkömmchen in Anführungsstrichen, was nichts weiter als ein partielles Grundeinkommen ist, also viel zu niedrig, um die Existenz und Teilhabe zu sichern, und geißelt dies als neoliberal, als rechte Ideologie, die greifen soll, um quasi die Menschen noch mehr an den Arbeitsmarkt zu pressen. Denn wer nicht Existenz und Teilhabe gesichert ist, muss sich ja weiterhin verkaufen, widerspricht sozusagen dem Grundanliegen des Grundeinkommens, hoch genug zu sein, sich da auch aus der Lohnarbeit stückweise über Arbeitszeitverkürzung etc. bis hin zur gänzlichen Rückzugsmöglichkeit herauszunehmen. Also ganz klare Abgrenzung seines Grundeinkommenskonzepts von rechten oder neoliberalen Ansätzen. Und ich fasse nochmal zusammen, entscheidend ist für ihn Verkürzung der Arbeitsnotwendigkeit und Autonomiegewinn der Einzelnen. Und das aber immer auch im kooperativen Kontext gedacht. Also Autonomie heißt für ihn nicht Egoismus oder Individualismus, sondern heißt auch immer unter Berücksichtigung der Wünsche und Bedürfnisse anderer, aber eben mit einem hohen Grad von Freiwilligkeit, einem hohen Grad von Solidarität, die nur möglich sei, so seine Argumentation auch, wenn man selbst frei ist, das gemahnt. Und das ist mein abschließender Satz natürlich an die Vorstellung von Karl Marx und Engels im Kommunistischen Manifest, die da meinten, dass nur wenn die Bedingung erfüllt ist, dass jeder sich frei entwickeln kann, faktisch auch die Möglichkeit ist, alle sich frei entwickeln können. Und damit möchte ich erstmal enden und danke für eure Aufmerksamkeit.